Guten Morgen! Über Geld spricht man nicht? Doch. Über sein Privatleben spricht man nicht? Doch. Ich bin der festen Überzeugung, dass man mit einem festen Mindset und einer natürlichen Demut ausgestattet keine Geheimnisse haben sollte. Und entsprechend möchte ich nun auch, weil ich eh immer wieder danach gefragt werde, heute einen Einblick über meinen derzeitigen Beziehungsstatus geben. Verbunden mit dem Gedanken, den ich hatte, als ich Anfang des Jahres zusammen mit meiner Freundin, mit der ich seit 15 Jahren zusammen gewesen bin, beschlossen hatte, diese Beziehung zu lösen. Das Video könnte ja neben dem voyeuristischen Aspekt eine Anregung für euch sein, die Mut macht oder die zumindest mal etwas inspiriert, über gewisse fest in unseren Köpfen installierte Grundmuster nachzudenken. Wir kennen das alle. Man hat einen Partner und man hat Freunde. Und wenn man sich mit seinem Partner auseinandergelebt hat, wird Schluss gemacht und ein neuer Partner gesucht. Aber die Freunde, die sind für immer da. Alles Begriffe und jeder Begriff ist mit gesellschaftlichen Konditionierungen verbunden. Ein Freund ist jemand, mit dem man keinen Sex hat, mit dem man reden kann und gute, nette Dinge erleben kann und im Idealfall man ihn ein Leben lang hat. Man sagt ja so, Freunde sind fürs Leben. Ein Partner hingegen ist jemand, mit dem man Sex hat, eventuell Kinder und mit dem man auch natürlich Freude haben kann. Aber auf etwas ernsterem Niveau möchte ich es mal sagen oder nachhaltigerem Niveau. Und Partner sind aber nicht für das gesamte Leben da. Von daran erkennt man, da stimmt irgendwas nicht. Obwohl man ja, sich im Gegensatz zu Freunden quasi bei einer Heirat zum Beispiel, aber auch so eigentlich viel hoch und heiliger schwört, dass man in guten wie in schlechten Zeiten immer zusammen sein wird, ist es in den Köpfen der Menschen so, Partner ist nicht fürs Leben, Freunde sind fürs Leben. So sieht es aktuell aus. Ich habe mir darüber ja wirklich nie Gedanken gemacht, bis wir eben Anfang des Jahres festgestellt haben, beziehungsweise festgestellt haben wir das eigentlich schon seit ein paar Jährchen oder Jahrzehnten, dass in der Ausgestaltung der Beziehung, also den alltäglichen Dingen, wir nicht ganz so gut harmonieren, unterschiedliche Vorstellungen hat und auch jeder die Chance erhalten sollte, in den entsprechenden Lebenslagen eine Person zu finden, die passender ist. So, und dann war die Zeit gekommen, dass man getrennte Wege geht. Und im Kopf ist wahrscheinlich für die meisten nachvollziehbar, so ein bisschen so eine Ära zu Ende, gerade wenn man jetzt 15 Jahre zusammen gewesen ist. Nur das Problem ist, wenn man eine gewisse Zeit mit einem Menschen durchs Leben gegangen ist, bedeutet es ja, dass dieser Mensch zumindest einem sympathisch ist und dass man diesen Mensch auch ins Herz geschlossen hat. Und da habe ich mir so überlegt, warum diese Beziehung, also diese Vertrautheit, das gegenseitige Unterstützen und ja auch die Liebe zu diesem Menschen, die aufgebaut wurde, einfach hinter sich lassen. Warum also, wenn eine Partnerschaft ja, nicht mal der Wunsch der beiden ist, nicht als Freundschaft diese Beziehung weiter pflegen? Warum muss das Ende einer Partnerschaft auch das generelle Ende der Beziehung sein? Oder warum ist das oft der Fall? Warum können Partner oft nicht Freunde werden? Und dann kam ich auf folgenden Zusammenhang, der viele von euch eventuell inspiriert und anregen könnte, eure Beziehung anders zu gestalten, offener zu gestalten. Denn der Grund, warum Partner nicht wieder beste Freunde werden können, was heißt wieder, muss ja nicht vorher der Fall gewesen sein, aber warum sie eben keine besten Freunde werden können, liegt meist darin begründet, dass die Partnerschaft nicht beidseitig aufgelöst wurde und einer sich betrogen fühlt. Aber warum ist es überhaupt möglich, dass sich einer betrogen fühlt? Wenn man mit jemandem eine Partnerschaft hat, dann bedeutet dies, dass man auch tatsächlich Partner des anderen Menschen ist. Eben nicht nur Freund, sondern Partner. Seine Probleme sind dann auch, also die des Partners sind dann auch die eigenen Probleme. Und wenn eine Partei ein Problem innerhalb der Partnerschaft hat, dann haben beide Parteien dieses Problem. Und man muss dieses Problem oder man will es wahrscheinlich lösen. Und genauso war das auch bei uns. Jeder hatte so seine Dinge, ja, der immer mal angesprochen hat, und diese wurden dann zu unseren Problemen. Sie wurden offen kommuniziert, ehrlich kommuniziert, das sind die Probleme. Und dann wurden diese Probleme, weil sie ja meine Partnerin war, zu unseren Problemen. Soweit klar. Zum Beispiel meine Freundin, dass sie es lieber hätte, wenn ich ja nicht so oft so einzelgängermäßig fokussiert unterwegs sei, ja, und mich wochenlang einfach mehr oder weniger zurückgezogen habe, um eben wieder ein neues Bewusstsein zu formen oder mich persönlich außerhalb der familiären Automatismen ja,
wieder zu resetten, immer zu schauen, was mache ich eigentlich, also bewusst zu werden, ne? Dass ich bodenständiger sein könnte und etwas planbarer, was die Zukunft angeht. Wir konnten einige Jahre gerade am Anfang keinen Urlaub planen, weil mein Einkommen so volatil war, dass ich 2-3 Monate im Vorfeld gar nicht sagen konnte, was wir uns für einen Urlaub leisten könnten. Diese Probleme wurden von meiner Partnerin angesprochen und damit, mit dieser Offenheit und Ehrlichkeit, wurden diese Probleme eben zu unseren Problemen. Da ich mir quasi dieser Dinge dann auch bewusst geworden bin, weil sie sie angesprochen hat, und natürlich auch andersrum, ne? Und dieses Verständnis, das sollte eigentlich jeder, der in einer Beziehung ist, auch haben. Also dieses Verständnis nicht im Sinne von, dass man damit Mitgefühl hat, sondern dieses Verständnis, dass man versteht, dass die Offenheit und die Ehrlichkeit und damit die eigenen Probleme zu den gemeinsamen Problemen werden, dass das wichtig in der Beziehung ist. Ne? Denn wenn zum Beispiel sich ein Mann oder eine Frau sexuell nicht befriedigt fühlt, ist auch ein Problem. Und er äußert das nicht, dann hat die Gegenpartei gar keine Chance, das gemeinsame Problem zu erfassen und zu lösen. Ja, und dann wird er das selber für sich lösen. Und dann fühlt sich die Frau betrogen oder der Mann, weil sie eben betrogen wurde, sexuell gesehen. So, und dann kann es auch nicht sein, dass es zu einer Freundschaft führt. Das heißt, Offenheit und Ehrlichkeit ist das Wichtigste in einer Beziehung. Ja, es gibt nicht dein Problem oder mein Problem. Es, nur wenn man nicht darüber redet. Aber wenn man es ausspricht, ist es unser Problem. Denn wenn es in der Tat so ist, dass derjenige, der das Problem verbalisiert hat, mit seinem Problem dann auch allein gelassen wird und der andere sagt, sieh zu, wie du damit klarkommst, dann kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass da keine echte Liebe im Spiel gewesen ist, und dann muss man sich auch keine Gedanken um die Fortführung dieser Beziehung zu machen, also nach der Beendigung der Partnerschaft, weil dann ist es ja nichts wirklich Wertvolles in dem Sinne. Also wenn Liebe im Spiel ist, dann haben beide ein Problem. Und ausgehend von diesen gemeinsamen Problemen wird daran gearbeitet werden, werden sich Deadlines gesetzt, wird immer wieder darüber geredet, Ansätze ausprobiert, und irgendwann werden dann eventuell die Probleme zu groß und man kann sie nicht quasi als Bestandteil der Partnerschaft akzeptieren. Das wäre auch eine Möglichkeit, Probleme einfach zu akzeptieren. Das ist aber dann auch nicht mehr möglich. Und dann entscheidet man sich irgendwann dann eben, diese Partnerschaft nicht weiterzuführen. Das ist jetzt der Fall bei mir gewesen nach 15 Jahren. Denn auch hier gilt, wenn einer die Partnerschaft ausgehend von den gemeinsamen Problemen und der fehlenden Lösung nicht fortführen möchte, dann, wenn man seinen Partner wirklich liebt, akzeptiert man das natürlich. Da man ja erstens lange Zeit diese Probleme gemeinsam nicht lösen konnte, und zum anderen beide wollen, dass der jeweilig andere glücklich ist. Das ist ja die Voraussetzung für Liebe, dass man jemanden liebt. Wenn man jemanden liebt, dann bedeutet das, dass man möchte, dass er glücklich ist. Und deswegen sind ja auch seine Probleme die eigenen Probleme. Und wenn einer mit einem Problem nicht mehr klarkommt, dann gibt es überhaupt keine Möglichkeit bei echter Liebe, dass der eine sagt, hey, du kannst das nicht machen, du musst bei mir bleiben. Das geht nicht, wenn man sich liebt. Und wenn diese in meinen Augen Selbstverständlichkeit und der damit einhergehende Respekt existiert, dann sehe ich kein Problem darin, die Person weiter als Mensch bedingungslos zu lieben, aber eben keine Beziehung mehr mit ihr zu wollen, sondern eben auf einer, was die Gesellschaft als freundschaftliche Ebene bezeichnet, auf so einer Ebene sich findet und eben trotzdem dann auch wieder ein Leben lang für sich da ist. Das ist quasi eine Person, die man geliebt hat, auch wenn sie vorher nicht ein Freund war, plötzlich ein Freund ist oder ein Mensch, den man liebt. Ich mag so diese Kategorisierung nicht, Freund und was auch immer. Ne? Also das ist einfach ein Mensch, den man liebt, ne? Und der für einen da ist, mit dem man aber keine Beziehung in dem Sinne führt, im Sinne von der alltäglichen Ausgestaltung, mit dem man keine Sexualität mehr hat. Aber der Mensch an sich, den liebt man natürlich. Ne? Und und lediglich wirklich diesen Alltag, Sexualität und alles, was mit der Partnerschaft so assoziiert ist, wenn man das auflöst. Und nochmal, dieser Schritt beginnt in der Beziehung. Jeglicher Besitzanspruch oder das fehlende Respektieren von Problemen des Partners sorgt dafür, dass die Partnerschaft nicht das ganze Leben lang erhalten werden kann. Egal auf welcher Ebene. Ne? Weder als direkte Partnerschaft oder eben als das, was die Gesellschaft Freundschaft nennt. Seit ein paar Wochen habe ich nun eine neue Freundin gefunden. Die meisten werden es schon erahnt haben oder schon erfahren haben, indem sie mich gefragt haben. Ich antworte natürlich ehrlich. Das ist die liebe Hannah, die
auch einen kleinen YouTube-Kanal hat, den ich hoffentlich auch mit einer zugegebenermaßen gewissen Befangenheit euch hiermit verlinken möchte. Werden wir hier verlinken. Aber auch ja, meiner neuen Partnerin, der Hanna, habe ich von Anfang an direkt und ehrlich und offen kommuniziert, dass ich meine Ex-Partnerin immer noch als Mensch, der sie ist, liebe und auch weiterhin sie als feste und vertraute Person in meinem Leben wertschätze. Und Hanna, die wiederum auch ein Mensch ist, deren Offenheit und ich darf schon nach einigen Wochen Partnerschaft sagen, deren brutale Ehrlichkeit ich absolut zu schätzen weiß, liegt da bei mir absolut auf derselben Wellenlänge. Und ja, meine Offenheit und meine Ehrlichkeit beschränkt sich eben nicht nur auf YouTube, das wollte ich damit sagen, oder semi-anonymen Internetplattformen, sondern ich bin auch echt und authentisch, wo es manchmal weh tut in der Realität, ne? Face to face und ja, mit den Menschen, die einem wirklich umgeben. Und vor der Hanna hatte ich auch schon eine andere Frau kennengelernt, da ich das auch so gesagt habe, auch relativ am Anfang. Und ja, wie viele das nachvollziehen können, das war für sie keine Option, ne? Dass ich sozusagen eine Frau in meinem Leben habe, die mal eine Partnerin von mir gewesen ist. Und ja, bei mir ist genau andersrum auch der Fall gewesen. Mit meiner Partnerin, mit der ich 15 Jahre zusammen war, die hatte auch einen Ex-Freund und der war auch noch aktuell in ihrem Leben und das war sogar ihr größter Bezugspunkt im Leben und damit habe ich auch kein Problem gehabt. Also es funktioniert nicht so rum, sondern man muss das natürlich beidseitig akzeptieren. Und ich hoffe, ihr konntet etwas Inspiration in eure eigene Beziehung mitnehmen oder wenigstens eure Neugier befriedigen mit dem Video. Aber gerade die Inspiration, dass man sozusagen, auch wenn man Probleme in der Partnerschaft oder sonst was hat, dass es nicht nur mal die Option gibt, okay, jetzt die Beziehung zu Ende, man sieht die nicht mehr und es ist alles zu Ende, wie es heutzutage häufig der Fall ist, sondern dass man gemeinsam mit dem Partner über die Probleme spricht und dass man die Probleme auch versucht zu lösen und nicht nur sagt, oh, jetzt müssen wir das irgendwie lösen und dann ein paar Monate und es hat nicht funktioniert, sondern sich auch durchaus eventuell ein paar Jahre hinsetzt, wenn man wirklich diesen Menschen liebt und versucht diese Probleme anzugehen. Immer wieder, neue Ansätze und so weiter. Das geht so meine Inspiration hin, weil man wird dann dafür belohnt, dass wenn es dann wirklich nicht klappt, aber beide das Gefühl haben, okay, wir haben für diese Beziehung gearbeitet, wir haben es versucht, dass man trotzdem noch auf einer Ebene zusammenbleiben kann, die halt ja, eben von menschlicher Liebe, von Respekt und auch von Vertrautheit, die natürlich da ist, wenn man lange Zeit miteinander gewesen ist, die dann noch existiert, die einfach dann auf einer anderen Ebene ist. Und ich sage euch, das fühlt euch einfach richtig an. Das fühlt euch einfach richtig an. Und deswegen hoffe ich, dass ich euch Inspiration infiltrieren kann, eure Beziehung diesbezüglich wirklich offen und ehrlich zu gestalten und gerade eure Probleme immer offen zu kommunizieren. Das ist das Allerwichtigste für eine Partnerschaft. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.